Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Willkommen bei Ulis Camper. Heute mache ich mal ein kleines Video zum Thema USB-Dosen in unserem Carrado, in unserer Carola. Die sind uns ein bisschen wenig. Wir haben eine hier im Küchenbereich. Oh, das kann man gut sehen so. Die wir eigentlich oft nutzen. Und das ist uns ein bisschen zu wenig. Und ich habe mir überlegt, hier in diesem Bereich jetzt eine zusätzliche USB-Dose mit einzubauen. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Also wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Damit ich besser arbeiten kann, habe ich mir den Tisch schnell weggebaut. Das sind nur 4 Schrauben und habe die Sitzauflagen runtergenommen. Dann kann ich mich besser bewegen. Ich meine, es ist nicht zwingend notwendig, aber das muss jeder für sich entscheiden, der sowas vorhat. Und an die USB-Dose habe ich gesehen, ich hier so eine kleine Montageöffnung. Hier, da sitzen die Kabel hinter. Da werde ich drauf gehen und werde die Kabel schön verlegen und werde mir in diesem Bereich die Dose hinbauen. Und das bereiten wir jetzt mal vor. Mittlerweile habe ich mir soweit alles abgebaut. Die Kabel habe ich hier oben schon gezogen. Die werde ich mir dann nachher verlängern und lege mir die hier unten lang. Mit dem Kabelkanal. Und die Leiste hier habe ich mir auch schon abgebaut. Wie ihr seht. Die habe ich jetzt hier. Ich habe mich dazu entschieden, unten das Loch hinzumachen. Und das ist ein 30er Forstnerbohrer. Angezeichnet, durchgebohrt, fertig. Da kommt jetzt die USB-Buchse hin. Dann machen wir jetzt mal weiter. Die Kabel habe ich jetzt verlegt. Einmal kommen sie hier raus, hier unten lang. Dann bin ich hier hochgegangen und hier wird jetzt angeklemmt. Hier unten habe ich eine Kabelschlange verlegt. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich nehme meine Taschenlampe, leuchte mal rein. So sieht es, glaube ich, besser aus. Schön in Kabelschlange verlegt. Jetzt geht es ans Anklemmen und alles wieder zusammenbauen. Vorher probieren, ob alles funktioniert. Und dann denke ich mal, ist das fertig. Weiter geht's. Angeschlossen habe ich es jetzt hier. Bloß ich musste, um an die Kabel noch mal besser dran zu kommen, die Rückwand ein bisschen lösen. Das ein bisschen abziehen. Und habe das hier jetzt mit angeklemmt. Ich glaube, das kann man so ganz gut sehen. Also dieses Loch ist wirklich sehr klein. Die Kabel sind sehr kurz. Die hätte man ein bisschen länger lassen können. Hier habe ich es mal provisorisch zusammengeklemmt. Aber es funktioniert. Hier kann man es auch sehen auf meinem Handy. Laden funktioniert. Jetzt wird alles wieder schön zusammengebaut. Und dann ist das fertig. Die Verkleidung habe ich jetzt wieder drin. Wie gesagt, die USB-Dose sitzt hier unten. Kann man so aufklappen. Und hat auch Soft-Touch zum An- und Ausschalten. Zack, jetzt sitzt sie aus. Und jetzt wieder an. Und dann kann das Laden losgehen. Meine Tochter wird sich freuen. Jetzt ist wieder alles zusammengebaut. Den Tisch habe ich mir gleich ein bisschen mit erhöht. Um 2,5 cm habe ich eine Platte drauf gemacht, weil wir alle ein bisschen größer sind. Dann kann man da besser sitzen. Das ist mir dann hinterher so eingefallen, wo er gleich mit draußen war.
Die USB-Dose passt da meines Erachtens echt gut hin. Ist ein guter Platz. Ja, das war's dann mal wieder. Gebraucht habe ich dafür einen guten halben Tag. Ich habe mir auch Zeit beigelassen, keine Hektik gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch da, abonniert doch meinen Kanal. Bis bald bei Olis Camper.